So, meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Part von Shellshock Live. Weiter geht's mit Lone Wolf Get Angry. Let's go. Wir machen weiter mit den Missionen. Ganz klar, meine Damen und Herren. So, Mad Birds. Okay. Hä? Muss ich die genau treffen, oder? Hä, ich check das Spiel nicht. Was will das jetzt von mir? Hä? Ich muss die genau treffen damit, okay. Wusste ich nicht. Okay, das wird schwierig. Das war, glaube ich, mein letzter Schuss, oder? Ja. Ich hätte noch einen, hätte ich noch einen mehr, dann hätte ich vielleicht noch gewinnen können. Aber ich check das Spiel jetzt. Das macht eigentlich Sinn. Das ist gar nicht mehr so schwer. Ja. Das trifft ihn aber nicht, den hier. Fuck. So ungefähr, glaube ich. Hä? Ich habe den doch getroffen! So muss ich den treffen. So. Jawohl. Jetzt muss ich den irgendwie treffen. Wobei, ich glaube, ein bisschen geringer einfach schießen. Ich glaube, dann treffe ich den auch. Ja, wir haben die Mission geschafft. Das war gar nicht mal so schwer. Ich fand die jetzt nicht wirklich schwierig oder so. Die waren ganz easy. So. Ich musste erstmal beim ersten Try checken, dass ich den ja treffen muss und es nicht zählt, wenn ich abprall oder sowas. Das heißt, ich musste wirklich schon First Contact machen. Ist ja auch nicht schlimm. Upgrades. Tank. Was machen wir? Das hier. Dann haben wir hier beim nächsten Level Up hier eine Fähigkeit. Split the Difference. Weiter geht's. Ghost Bomb. Das sind aber nur Genauigkeitsmissionen, oder? Wir müssen hier in der Mitte schießen. Ja, okay, dann habe ich das verkackt. Wobei, ich habe ja noch. Ja, ich glaube so. Okay, ich muss jetzt nur noch den hier treffen. Dann haben wir's. Ja, Hammer, safe, Jungs. Hammer. Sehr schön. Gut, dass wir drei Ghostbomben haben. Das war gut. Gut, haben wir den First Try geschafft. Ich finde die jetzt nicht schwierig, die Mission. Die sind viel leichter. Die hätte man. Ich hätte diese Mission und die andere eigentlich woanders reingetan, weil ich fand die mit dem Scharfschützen viel schwieriger als die hier. Oder das mit den. Ich weiß nicht. So, das ist jetzt wieder ein normales Battle. Das finde ich gut. Das ist jetzt eine gute Frage. Was mache ich da am besten? Puh. Naja, das ist scheiße. Das funktioniert natürlich nicht. Aber gut, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein normales Battle. Der hat 350, ich habe 250. Ach, mit den Portals. Wir können diesen daueraktiv. Na gut, das ist jetzt zu weit. Wir müssen jetzt ein bisschen runter. Ich glaube so. Wobei, noch ein bisschen runter. Und ich will jetzt mal sehen, was dieses Drill bringt. Dieser Driller, den können wir gleich benutzen. Ja, wir machen so erstmal Area Strike. Ich glaube so ungefähr. Ich könnte ihn jetzt genau treffen. Genau. So, jetzt haben wir perfekt für einen Arrow, würde ich machen. Ich würde jetzt gerne hier einen Arrow benutzen. Falls jetzt nichts passiert. Falls sich jetzt auch nichts ändert. Jawohl, sehr schön.
So, Arrow. Lecker. Ja, das macht halt immer 100 Damage, ne? Das ist geil. Wir haben jetzt mehr Leben. Wir haben einfach mehr Leben als er. Das ist schön. Der hat 350 gehabt. So, jetzt kriegt er noch ein bisschen Damage. Wow, okay, nur 25. Ich weiß jetzt nicht, was Thriller ist. Aber an sich könnte man das so, ich glaube, noch ein bisschen weiter runter, genau so. Könnte man den, glaube ich, benutzen. Ach, Thriller. Der hätte sich eingebohrt hier. So, Fireworks wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, Fireworks wäre jetzt nicht schlecht. Benutzen wir einfach mal. Ja, geht. 40 Damage. Ist okay. Wie viel hat der? 115. Ich würde noch ein bisschen weiter runter gehen. Und trifft wahrscheinlich auch die Banane, hoffentlich. Ja, als ob. Aber das hat er getroffen. Also ich kann eigentlich mit vollstem Gewissen hier ruhig Subsniper machen. Und treff den halt und der ist tot. Ach du Scheiße. Ein Subsniper macht ja richtig viel Damage. So, du bist tot. Level up, meine Damen und Herren. Ein Tank-Upgrade. Quicksand. Ah, die hier. Also wie gesagt, erwartet da nicht wirklich alle, dass ich euch hier ausführlich alle Waffen zeige oder sowas. Also da könnt ihr ruhig mal locker irgendwas anderes angucken. Gibt bestimmt vielleicht Leute, die das gemacht haben. A Reinforced Steel Barrel increases crit damage by its tower upgrades. Example. Okay. S-Curves. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine coole Fähigkeit ist, aber also das macht so ein bisschen Damage. So, Torpedos. Ach so. Ich check den Sinn jetzt nicht. Wie soll ich das machen? Ach so. Ach so, die gehen auch da durch. Verstehe es jetzt. Okay, ich verstehe es wirklich. Okay. Ich dachte, ich muss die von unten auf machen, weil es wäre nicht gegangen. Wisst ihr ganz genau. Ja, das ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Wobei, ging jetzt eigentlich. Mache ich einfach dasselbe hier auch. Ach, jetzt ist ein Tunneler. Ja, aber gut, wir haben es trotzdem geschafft. Easy. Ich fand es jetzt schwer. Die hätte man auch locker irgendwo anders reintun können. Die ist gar nicht so schwierig. Das ist jetzt alles easy, weil. Oder eher gesagt, es ging also. Wobei, es war jetzt eigentlich gar keine von denen schwierig, oder? Ich fand jetzt eigentlich gar keine schwer. Wenn ich ehrlich bin, fand ich die nicht schwierig. So, wir haben jetzt hier wieder. Okay. Wieder so ein Battle. Diesmal hat er sogar weniger Leben als ich. Ich mache das auf jeden Fall eine Battle Roll, Backroller. Okay, wir haben schon gleich den richtigen Winkel. Ach, der hat ein Schild. Der benutzt jetzt ein Schild. Kann er das jedes Mal machen? Habe ich auch eins? Nee, der hat nur eins. Das heißt, ich sollte jetzt irgendwie eine Schwachsinns-Dingsbums da einsetzen. Ich versuche das mal einfach mal den richtigen Winkel. Ja, natürlich machen wir selber Schaden. Ich will jetzt einfach nur den richtigen Winkel gucken. Ja, wahrscheinlich hat er deswegen weniger Leben, weil er halt jedes Mal ein Schild einsetzen kann, wahrscheinlich, oder? Das ist jetzt scheiße. Wobei, es geht. Ja, mit Portal halt. Muss man halt zusammenarbeiten.
Und ich krieg halt nicht viel Damage, ne? So. Wir haben schon gleich den richtigen Winkel, so. Ein bisschen weiter noch. Und schon bekommt er ein bisschen mehr Damage. Jetzt hat er wieder ein Schild. Das nutze ich jetzt einfach, um zu gucken, ob das jetzt passt. Ich glaube, so ungefähr müsste es eigentlich passen. Naja, das ist ja klar, dass das weggeht. Aber das juckt mich ja nicht. So, X2 Damage, das... Ja, natürlich. Das macht er mir extrem viel Damage. Und das ist halt Glück, meine Damen und Herren. Und das ist auch Glück. Aber wobei, der hat jetzt ein Schild. Also juckt es mich eigentlich nicht. Ja, gut, wie lange hat er das Schild jetzt? Okay. Gar nicht mal so lang. So, ich würde jetzt sagen, ich mache einfach einen Bilder. Damit ich den ordentlich Damage mache. Gut. Der hat schon wieder ein Schild. Hat er das jetzt nach jeder Runde oder so? Eigentlich könnte ich die Flames dafür nutzen. Also ich glaube, wir müssten ungefähr auf den drauf sein. Zorro, was ist los? Ist irgendwas falsch? Warum geht hier nichts mehr? Muss ich es verstehen? Okay, geht jetzt wieder. Okay, der hat mir richtig viel Damage gemacht. Wieso hat er immer noch das Schild? Wie lange hast du das noch? Wie jetzt hat er schon wieder? Kannst du mir noch nicht erzählen? Was willst du dagegen machen? Geht das wenigstens jetzt weg? Seht ihr? Was soll ich da machen? Ich muss ja irgendwas machen. Hä? Wie bin ich jetzt gestorben? Ja, das ist ja lächerlich, tut mir leid, aber... Hä, was willst du da großartig machen, wenn er doch... Ich check's nicht, tut mir leid, aber was willst du da großartig machen? Fuck, das ist schlecht. Ja. Wenn er die jetzt schon so viel Damage macht, was willst du da großartig machen? Da kannst du doch nichts machen. Ich will einfach nur gucken, ob ich jetzt den... Ja, ich hätte den richtigen Winkel. Ja. Natürlich hat er halt immer noch das Schild. Guppies. Das bringt mir halt einfach nichts. Was bringt mir das? Ich kann nichts machen. Gib mir doch einfach die Chance, da irgendwas zu machen. So. Ja, der hat ja... Das, der,
sagt halt immer noch das. Was soll ich da großartig machen? Tut mir leid, Freunde, aber das funktioniert halt einfach nix. Ja, der kriegt trotzdem Damage durch den Earthquake. Interessant. Wusste ich nicht mal. Ja, wie lang denn noch? Wie lang hat er das Scheißschild? Kriegt er dadurch Damage wenigstens? Ja, kriegt er sogar. Das heißt, er kriegt nur keine Kugeln ab, oder wie soll ich das verstehen? Ich verstehe es jetzt nicht ganz. So, der Typ ist am Arsch. Tschüss. Driller, bringt das was? Nee. Das ist doch einfach nur lächerlich, tut mir leid. Wenn er halt einfach ein Schild hat, dann kannst du doch gar nichts machen. Ja, haben wir verloren. Aber was willst du da auch machen? Guckt es euch einfach an. Er hat die ganze Zeit ein Kackschild. Du kannst nichts machen. Was ist das denn für eine Kacke? Ja, und wie oft hatte der das jetzt? Der hatte das jetzt jede verfickte Runde gehabt. Du kannst mir nicht erzählen, dass das clean ist. Oder normal. Dass er sowas hat. Aber schon wieder ein Schild. Was willst du denn dagegen tun? Ich glaube, Rainbow müsste eigentlich noch funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Nee, nicht mal das funktioniert. Was soll ich da machen? Es funktioniert halt einfach nichts. Ja, teleportieren kann er sich auch noch. Fairer geht das Spiel echt nicht. Fairer konntest du es echt nicht machen, oder? Dann hätten wir das so, dass es schwierig oder so ist. Es ist einfach nur unfair. Weil du da nichts machen kannst. Einfach nichts dagegen machen. Nichts mit Challenge zu tun, wenn du nichts machen kannst. Ja. Das bringt halt auch nichts. Ich kann ja nichts machen. Die Waffen funktionieren ja nicht. Was ist das denn für eine dumme Scheiße, Mann? Entwickler, kannst du dich mal zusammenreißen? Was machst du da für eine Gammelkacke? Raff doch da mal deinen Scheiß mal. Tut den sein verdammtes Schild weg. Das ist unfair. Das ist verdammt unfair. Ja, noch länger das Schild. Ja, jetzt doch gleich für immer, weißt du? Ja, der hat's halt immer noch. Kannst du nichts machen. Lächerlich. Tut mir leid. Ja, guck mal. Du kannst da gar nichts dagegen durchschießen. Ja, jetzt auf einmal geht's nicht mehr. Ja, und jetzt bin ich schon tot. Dankeschön, Spiel. Danke für die Fairness. Sehr, sehr fair. Bravo. So was Unfaires habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Jetzt hat er wieder ein Schild, ne? Ja, ja.
Du kleiner, fairer Typ. Du bist komplett fair, weißt du das? So was Unfaires habe ich ja lange nicht mehr gesehen, ey. Guck mal, was soll ich da machen? Bringt die Banane wenigstens was? Ja, nicht mal die bringt was, ne? Wow, jetzt geht's mal. Jetzt müsste ich den bumsen. So, jetzt kriegst du auf die Schnauze, du Typ. Jetzt kriegst du den Horizont ab. Wie soll ich denn hier rauskommen? Metten ist eine Atombombe. Weil er ja nur fairer, okay, das ist viel zu weit. Okay. So ungefähr könnte es passen. Ist perfekt sogar. Wir treffen den jetzt ungefähr safe. Bisschen weiter und dann können wir den Mega-Digger einsetzen. Dann ist er tot. Oh, du dreckiger Wichser. Bams. Ich glaube, der ist tot. Der müsste tot sein. Oder er lebt halt noch mit geringem HP. Ja, 3 HP. Ja, der Typ ist tot. Typ ist Geschichte. Weg. Endlich. Wenn er nicht jedes Mal ein scheiß Schild benutzen würde, dann geht's auch. Kein Problem. Meine Güte. Aber die, jede Runde, Alter, der kann aber doch einfach nichts machen. Two-Shot Finch. Das hat auch nichts mit Skill zu tun, was willst du da machen, wenn er schon ein scheiß Schild hat. Kannst du noch nichts machen. Oh Gott. Das wird schwierig. Aber das ist zum Glück nur... Ja, das habe ich verkackt. Aber ich kann ungefähr gucken... Ich glaube, so ungefähr ist vielleicht seins. Ja, ja. Nee, bisschen zu weit noch. Das ist gar nicht mal so schwierig. Wir müssen halt nur zwei genau treffen. Es ist gar nicht mal so schwer. Drei wären schon schwieriger, aber das geht eigentlich noch. So. Okay, bisschen weiter sogar. So. Okay, so ungefähr. Müssen wir uns halt merken. So ungefähr so. Hä? Und dann hatte ich es da doch richtig. So. Ja, genau. Okay, ich darf mich nicht zu überschätzen. Es ist gar nicht mal so leicht. Das ist halt echt genau. Da muss man richtig genau sein. Ich glaube, so könnte passen. Ja, sehr schön. Ist genau dasselbe einfach hier. Einfach nur... Fuck, ich glaube... Hier müssen wir etwas nach rechts gehen noch. Und
Sehr schön. Jetzt muss ich das einfach nur dasselbe hier eigentlich auch machen. Ich bin aber, glaube ich... Ich glaube, das ist ungefähr... Ich glaube, jetzt müsste es ungefähr dasselbe sein. Hä? Was mache ich da falsch? Dann ist das rechte, hat es hat irgendwie einen anderen Abstand oder irgendwie sowas. Weil ich checke es jetzt nicht wirklich. So, wir machen das ungefähr hier genauso richtig. Nur ein bisschen höher. Ja, jetzt ist es zu weit. Lächerlich. Lächerlich. Seht ihr, das ist halt lächerlich. Das meine ich damit. Die ganze Zeit war es richtig und dann falsch, meine ich. Und auf einmal, es geht nicht genau. Das ist zu niedrig. Mann, ich schätze das zu scheiße. An sich müsste man das gleich schaffen. Das ist, glaube ich, die schwierigste Mission hier in diesen Missionen. Was? Warum bin ich immer so niedrig, Mann? Mache ich irgendwas falsch? Irgendwas falsch gemacht? Verschätze ich mich komplett jedes Mal oder irgendwie? Komm, wir kriegen das hin. Ich darf nicht übertreiben, oder gesagt, nicht untertreiben. Ich glaube, so ungefähr war das, ne? Nee, das ist irgendwie niedrig. Ja, ich wusste, dass es halt viel zu niedrig ist, irgendwie. Ich sollte schon auf mein Scheißgefühl hören. Ja, das wird schwierig. Das wird eine AIDS-Mission. Sag ich jetzt schon mal. Hä? Ich hab's doch genau so gemacht. Ja, zu weit, ne? Es ist doch lächerlich, Alter. Ich habe einfach keinen Schätzungsdings mehr. In dieser Kacke hier. Kann's nicht mehr einschätzen. Tut mir leid. Kein Plan. Wenn das Spiel jedes Mal meint, irgendwas Neues zu... Irgendwie neue Regeln zu bestimmen, dann kann ich auch nichts machen. Ich glaube, so ungefähr wollte das Spiel... Ja, geht doch. So, dann machen wir dasselbe einfach hier auch. Ich glaube noch ein bisschen... So glaube ich ungefähr. Es war doch knapp, Mann! So weit. Dummes Stück Scheiße. War gar nicht so weit. Es war genau wie davor, aber ja, auf einmal ist es zu weit. Dreckspiel. Ja, jetzt ist es immer noch zu weit. Lächerlich. Was ist das denn eigentlich für ein Gammelmission schon wieder? Da könnte man einfach nur kotzen. Könnte man einfach nur loskotzen. Geht doch. So, jetzt muss man noch den treffen. Für mich sieht es halt einfach nicht gleich aus irgendwie.
Und es wird wieder zu wenig sein, ne? Ich hab's mir doch gedacht. Das ist jedes Mal dasselbe Scheiß, Mann. Da geht's mir einfach nur auf die Eier.